Immer, ich will hier keine Müdis jetzt sehen. Wir gehen jetzt noch in der Schreckpommes. Ein, zwei Ründchen. Halb eins, ne? Egal. Scheiß drauf. Hallo, Mila? Hallo, Mila? Hallo? Hat ein bisschen länger gedauert. Der scheiß Güffi hat mich vom Fahrrad runtergeschubst, der Penner. Was mit dem? Hast du schon runtergeladen? Ja. Ja? Ja. Muss ich auf Beta einstellen? Nein, ne? Nee. Aktualisieren. Ich hoffe, dass der Stream jetzt nicht zusammenbricht. Ich hab ein bisschen Angst, ne? Muss ich echt zugeben. Ja? Ja. Boah, pass auf, ich hab mir gerade so ein bisschen so diese News da durchgelesen, diese Update-Sachen. Aha. Und warte, beim... musstest du auch nur 10 MB runterladen? Weiß ich gerade nicht, wie das so... Nee, mehr, glaube ich. Muss ich auf Beta stellen? Nein, musst du nicht. Ich habe auch nicht. Are you sure about that? I'm sure about that. Okay, du hast gerade was? Ich habe mir das gerade durchgelesen, diese Update-News. Und es ist wohl so, dass auch die Geister in einem gewissen Radius erkennen, wenn du sowas wie ein EMF in der Hand hast und das an ist. Das ist dann ziemlich so, dass die das auch mitkriegen, wie wenn du redest. Okay. Mhm. Warte mal, ich muss dir 10 MB runterladen, aber warum startet der das Spiel im... Also ich kann... Oh, ich habe irgendwas an der Grafik verändert. Ja, die haben einiges gemacht. Man kann auch so Schritte wohl nur noch über das Parabolmikrofon hören. Man hört auch so paranormale Sounds halt einfach darüber jetzt. Ist das richtig geschrieben? Oder bin ich doof? Was? Was? Ich kann das Game gar nicht setzen, ne? Weil der Bot gar nicht da ist. Oh mein Gott. Ah doch, 10 MB musst du jetzt nochmal runterladen. Das jetzt noch okay, dann hat er das vorhin runtergeladen, während ich gestreamt habe. Mhm. Jeje, warum startet das im Fenstermodus? Why? Nee, der hat das Game geändert. Ihr ledete. Ali, Bruder, du bist der Beste. Ich schwöre bei Gott, Alter. Man läuft jetzt auch schneller. Jo, irgendwie ist die Grafik anders. Ach ja, und man hat so eine Dings. Stamina quasi. Das ist neu hier. Audio. Jo, man ist echt schneller. Ja. Aber, und oh, ja, ich verstehe. Mhm. Mit Ausdauer. So, privates Spiel erstellen. Und sehr schön. Und Robert, danke schön für den Gifted Sub an Abu Ali. Ja, warte. Oh, die haben aber einiges verändert. Spielen? Dots-Projekte. Bye, have a beautiful time. Miss was? Hörst du mich, Hitze? Oh, du bist doch viel schneller auf dem Boden jetzt. Mit dem Ducken. Hallo? Hallo? Wir spielen nur zu zweit, ne? Jiji. Aber können wir dann heute keine Challenges machen? Ja, okay. Ich hab Angst. Dann testen wir erstmal einfach so. Oh, der Sound ist auch viel besser. Was Neues. Alright, alright. Wir starten jo, warte rein mal, warte mal, ins Bild Farmhaus. Hängt. Wait a minute. Okay. Jiji. I don't know. Alright, wir starten. Oh, ich darf nicht schreien, Alter. Meine Schwester pennt und alles.
Geister. Ich will mir eben die neuen Geister durchlesen. Okay, du bist leiser. Auf jeden Fall neue Items. Was ist das denn hier für ein... Vieles leiser. Die Lemminge sind sehr lautstarker und aktiver Geister. Das heißt, dass sie bei der Jagd auf ihre Beute leise sind. Geben häufiger paranormale Geräusche von sich. Im F-Fingerabdruck-Geisterbuch. Stimmt, die Beweise wurden jetzt auch für jeden Geist angepasst nochmal. What you see? Ich kann nicht mehr in dein Gehirn reingucken. Beim Goryo, die Verwendung einer Videokamera ist die einzige Möglichkeit, ein Goryo zu betrachten, wenn er durch einen Dots-Projektor läuft. Nö. Stärken ein Goryo zeigt sich in... Mila? Ja, ich lese gerade. Kannst du deinen Kopf nach oben machen? Ein Goryo zeigt sich in der Regel nur vor der Kamera, wenn keine Menschen in der Nähe sind. Ah, okay, man kann die Kamera also doch noch absetzen. Was ist denn das hier für eine Pommes? Sie werden selten weit entfernt von ihrem Todesort gesehen. Boah, das ist die neue Dings-Fingerabdruck. Ist runtergefallen. Räucherstäbchen. Ah, das ist ja cool. Aber wo ist diese Kamera, die wir auf Twitter gesehen haben? Was ist das denn hier? Ich hab Deo. Wo ist diese eine Kamera? Hä, musste man die kaufen oder wie? Ich habe alles mitgenommen. Ich weiß nicht, muss ich gleich noch mal gucken, ob man sonst was kaufen kann. Noch. Was ist denn das? Ach, ist das jetzt so Dings? Ja, ich denke schon. Oh, das sieht cool aus. Oh, nice. Was ist das hier für eine Pommes? Parabolmikrofon. Was macht das? Geräusche aufnehmen. Schmutz bleibt. Das nehme ich mit. Schmutz. Und das. Das hier nehme ich mit. Und Taschenlampen. It looks good. Warte mal, welche Taschenlampe ist das denn jetzt? Die ist cool. Ich hab sogar meinen Fingernägel. Ich hab die anderen, die normalen, gar nicht mitgenommen. Ich nehm. Wo ist denn die Fotokamera? Hier, nein. Fotokamera hier. Die ist auch neu. Hast du? Bist du bereit? Ja, warte, ich muss noch irgendwas nehmen. Hast du Buch? Mhm. Buch habe ich nicht, nein. Ich nehm Buch. Warte, wie heißt der Motherfucker? Okay. James Miller. James Miller. Oh mein Gott. Bringen Sie einen Geist dazu, eine Kerze auszublasen. Beach. Erinnern Sie den Geist mit einem Kruzifix, sondern Sie heimzusuchen. Egal, gehen wir erstmal rein, deine Pommes. Ja, das Stromding ist ganz, ganz oben. Oh mein Gott, ich habe jetzt schon Gänsehaut. Das Licht ist insane gut, ne? Das neue. Ja. Bleib bei mir. Ich komm mit. Oh mein Gott. Warte. Bleib stehen. Leg mal irgendwas auf den Boden. Warte, wir sind im Dunkeln. Oh mein Gott. Hilfe. Oh mein Gott, insane. Hier sind Geräusche, hier kommen Geräusche. Hier waren irgendwo Geräusche. Dann sei das. Oh mein Gott. Wie hieß der Motherfucker? James Miller, ne? Tu das Ding mal auf den Boden. James, glaube ich, ja. Tu mal. Was? Nimm mal die Fotokamera in die Hand. Aha. Oh. Mashallah, ne? Ja. Warte auf mich. Hier sind Sounds irgendwo. Oder rede mal. Hallo? Ja, hör, was geht? Funk mal. Nee, dich nimmt er nicht auf. Funk mal. Funk mal bitte. Oh, hört sich auch deutlich besser an. Hier habe ich nichts. Hier auch nicht. Scheiße.
Jojo, wo bist du? Im Flur. Ich schwöre mir gut, ich hab Angst. Hier ist ein Knochen. Und hier ist laut. Ich darf nichts. Ich glaube, das hier könnte auch der Raum sein. Soll ich Buch hier hinlegen? Ja, mach mal. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Ich bin mir nicht sicher, ne? Ich brauche eine Duftkerze. Ich habe schon wieder Puls. Danke von... Danke, Furbitz. Mila? Ich bin unten. Gut hier. Kannst du mich bitte nicht allein lassen? Wow. Mhm. Du hast angemacht? Ja. Oh mein Gott. Ganz andere Atmosphäre. Ich bin voll unsicher. Ich weiß nicht wohin. Vielleicht finden wir Fingerabdrücke. Lichtschalter werden wahrgenommen. War wieder 3,8. EMF vielleicht holen? Ja. Ich komm mit. Soll ich ein... Hallo? Warte, lass ein Buch gucken, okay? Ich hab so Angst. Und? Warte, lass mich mal kurz alleine hier. Bist du? Oh mein Gott. Bist du hier? Wie alt bist du? Das Geistersymbol leuchtet nicht. Keine Ahnung. Oh Mann. Jo, warte. Das ist so schwierig. Ah, ist mega nice. Ich nehme das EMF noch mit. Und Temperatur könnten wir auch mitnehmen. Ja, nehme ich damit. Ich habe das Buch oben gelassen. Okay. EMF hier. Und das ist wahrscheinlich die Dot-Ding. Also dein Bobo ist 14 Grad heiß. Das ist ein Fehler in der Matrix. Neun Grad. Oh, Minustemperaturen. Minus 0,4 hier im Flur. Hier im Flur. Okay. Ja, 0,5. Boogie! Gefriertemperaturen, ne? Hast du gehört? Gefriertemperaturen. Mhm. Bist du hier? Wie alt bist du? Gib mir ein Zeichen. Oh mein Gott, mach das nicht. Okay. Warte, wo bringe ich das Ding an? Was war das? Jo, fick mich nicht, Alter. Was ist denn das für ein Muppet? Was ist das? Das ist dieses Dot-Ding. Das ist dieses Dot-Ding. Keine Ahnung. Da. Oh, so ein Dot. Warte, ich bring das woanders an. Ich bring das hier an. Ja, und was macht das? Keine Ahnung. Bist du hier? Soll ich mal rausgehen? Warte. Okay. Ja, gehen wir ins Badezimmer. Bist du hier?
Wie alt bist du? Badezimmer sind auch Minustemperaturen. Auch? Na, jetzt wird es 14 Grad. Okay. Was war das denn? Was sind das für Geräusche? Lila? Oh mein Gott! Ich werde das nicht Ende spielen. Ich werde es nicht Ende spielen. Weißt du, das eine komische Ding gerade ausgeschlagen hat? Ich kann es nicht Ende spielen. Ich sag, wie es ist. Ich kann es nicht. Chat, das ist keine Lüge. Ich kann es nicht. Ich bin psychisches Wrack am Ende, Alter. Oh mein Gott. Ich lutsch nachher am Daumen. Ich sag, wie es ist. Ich kann den Scheiß nicht, Alter. Der Wichser hat nicht mal ins Buch geschrieben. Ich hol die Kamera. Vielleicht haben wir Geisterorbs. Man sieht jetzt nicht mal mehr, da der huntet, sondern nur durch Sounds. Oh mein Gott, ein für Team, Alter, scheiß drauf. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was ist denn hier für eine Pommes, Alter? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wie dreh ich denn das nochmal? Hilfe! Ich weiß nicht mehr, wie man das dreht. Ich leg das jetzt hier hin. Oh mein Gott, ich bin am Boden. Ja, das war wohl nichts. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Wo kommt der denn auf einmal her? Der ist da unten gespawnt. Der war die ganze Zeit da unten. Oh mein Gott. Ey, du kannst mich doch nicht alleine lassen. Ich wusste nicht mehr, wie man die Kamera dreht. Oh mein Gott. Shit, ey. Halt's Maul, das ist ja mega nice, wie schwer es ist. Das war ein neuer Geist, hundertprozentig. Okay. Ekelhaft. Ich kann sowas einfach nicht. Nein, wir brauchen nicht mehr Mitspieler. Wir schaffen das schon. Mila ist Expertin, Alter. Die ist Level 700 fast. Ich habe alles hinzugefügt. Warum bist du gestorben? Hey, weil der kam direkt zu mir.
Zähne geputzt? Boah, halt die Klappe. Du darfst mich nicht mehr allein lassen, hast du mich verstanden? Das kannst du mir nicht antun. Man sieht nicht mal mehr, dass der Hand hält, man hört das nur noch durch Geräusche, ne? Ich glaube, das war einer von den neuen, oh weil der stand ja so von wegen, dass einer super leise ist beim Jagen, weißt du? Oh mein Gott, ey. Das war crazy. Aber auch die säkige. Ich muss schon wieder eine Duftkerze machen. Ich sag, wie das, Alter. Das ist kein Witz. Ich bin so am Sweaten. Ich kann das einfach nicht. Das ist paranormale Scheiße. Ist einfach nichts für mich. Auf gut, Kokainchen. Und Dark Shadow, Dankeschön für den Prime-Sub um 27. Und Questio, Dankeschön für 100 Bits. Und Shadowhunter, Dankeschön für den Wisdom 31. Lieb dich, Bruder. Ein bisschen gruseln heute Nacht. Was ist denn das hier überhaupt für ein Moped? Ist das nur die Billigtaschenlampe, ne? Ja, genau. Das hier sind die. Gut. Okay, ich nehme wieder Buch mit. Und was hat sie gerade nochmal? Kamera. Boah, die sind neu. Okay. Warte mal. Aber bevor, wie kann ich die drehen? Wie kann ich die Kamera drehen? Mit Linksklick halten. Oh mein Gott, ich bin unschlecht. Okay, dürfen nicht sterben. Warte. Wie ein Kacknur. William Smith heißt der. Wir können nicht sagen, ob der Geist auf eins bla bla. Ja. Baut der Rostfinch, wenn sie den Namen, ist okay. Kriegen den Geist zu einer Kerze auszublasen. Geisteszustand unter 25, das ist easy. Reinigen Sie den Bereich, nee, okay. Scheiße, wir haben keine Kerzen dabei. Ah, doch. Doch, ich hab alles gemacht. Oh mein Gott. Der Regen ist auch angenehm jetzt. Ja. Warte, bevor ich da reingehe, den Omi in die Party hat Fili Tussanti, Alter. Und rein in die Boss. Hast du Stromgenerator gemacht? Ja. Ich hab so Angst, Alter. Oh, das Goofy ist ein Kinderbett. Oh mein Gott. Mach das nicht. Im Keller. Bye-bye, Tobi. Danke, Furbitz. Ich bin gerade was umgefallen. Statusbericht? Ich hab noch nichts. Ich hab noch keinen Knochen gefunden. Oh, ich hab so Bauchschmerzen, ey. Oh, was geht? Also, ich hatte einmal einen starken. Ich lasse einmal kurz das Buch hier. Ich gehe im Dings so ein Gefriertemperaturmessgerät. Danke, Fubiz. Ich kann das nicht schon gut. 18, 15. Hast du schon versucht, mit dem zu quatschen? Nur unten im Keller bisher. Gib mir ein Zeichen. Nein, sag das nicht.
Doch, ich brauch was. Mach das nicht! Wir haben hier 3 Grad an der Kellertreppe. Okay. 5 Grad. Vielleicht der Keller? Ah, Kellertreppe war am kältesten. Ja. Bist du hier? Wie alt bist du? Bist du hier? 6 Grad. 5. Bist du hier? Wie alt bist du? Okay, also Wohnzimmer ist es, denke ich mal, nicht. Ich denke, es könnte Keller sein. Wir haben jetzt hier oben auch 5 Grad in der Küche. Okay, doch nicht mehr. Ja, unten 6 Grad, 5 Grad, 6 Grad. Aber wenn ich hier jetzt. Ja, so guck, ja, ich hab hier auch 6,5. 5 Grad hier unten. Na, es ist auf jeden Fall schon mal unter 10. Also wird das hier der Raum sein? Jojo, warte mal, wohin? Bro. Ja, mehr Zeug holen. Okay. Komm mit. Oh mein Gott. Bro? Ja, lass mich in Ruhe, Alter. Ich bin in einer stressigen Situation, okay? Ich verkrafte den Shit nicht. Ich nehme so eine scheiß Kamera mit. Ja, ich nehme kurze Fix. Zwei Kann Schritte ich nicht. Mit, ich will nicht schon wieder sterben. Das Ding ist hier. Wir haben hier keine gefrierte Mutter. Ja. Hier, nimm mal die neue Kamera in die Hand. Ja, und? Ja, geht die nicht auf? Nee. Drück mal Rechtsklick. Rechter Muskel. Hau rein, da wird die Schlafgut. Geht nicht? Nee, passiert nichts. Dann gib mal her. Bei mir schon, bei mir geht die auf. Hm. Okay, du nicht mehr. Ah, jetzt. Ich geh ihm zum Truck. Ja, der riecht unfassbar gut bisher. Und hallo. Ich check mal ihn wegen Orbs. Mhm. Hinter mir. Sanity check. Oh, du musstest bald mal Pillen nehmen, ne? Du bist echt weit runter. Was soll man denn jetzt Orbs erkennen? Die Stop-Ding mit. So dunkel. Ist übel schwer, aber die Kameraposition ist auch weird. Du bist weird. Ich glaube, man kann auch nur noch die Dot sehen, wenn man die Kamera in der Hand hat. Die Dot sehen. Außerdem braucht man 25% Geistzustand, ne? Darunter. Ja, aber vielleicht noch nicht, wenn wir noch nichts haben. Was soll ich mitnehmen? EMF. Was ist denn das? Aha, das ist schwarz, neben der Geisterbox. Oh, das sieht ja mega cool jetzt aus. Gib uns ein Zeichen. Wie hieß die Nummer? Weiß ich nicht. Ich mach mal das Licht aus, ja? Dingens hier. Warte mal, ich lass den EMF hier liegen. Halt du mal die Kamera. Mhm. Geh zum Truck. Nicht, weil ich Angst habe, ja, sondern nur für die Forschung. Auf dem Bildschirm alles. Ja, ja. Ich glaube, ich hab einen Ort gesehen.
Ja, sie glauben. Sie, sehen Sie die Frau? Die Dame. Lassen Sie den Papa gucken. Halt's Maul, du hast einfach nur Angst. Erzähl nicht, Mann. Ich bin voll stark. Guck mein Bizeps. Okay, war vielleicht auch kein Ort. War nur noch Reflektor. Ich sehe kein Orb. Mama! Was ist los? Ich hab ihn gehört. Die 19 sind so gruselig. Komm schnell nach Hause. Oh mein Gott, er hat gesungen. Danke, Furbit. Ich glaube, ich hab da gerade was gesehen. Das, oder? Kann das sein? Weil das ist hier der Dot-Projektor. Ich gehe da nicht mehr rein. Ich gehe da nicht mehr rein. Ich bin mir sicher, dass das ist. Da müsste man den gleich eigentlich nochmal sehen. Wenn der wieder hochrennt. Lass uns mal kurz warten. Das ist ja absolut insane gut. Am besten wäre es, wenn wir eine Kamera mit Stativ dahinstellen. Wenn der Motherfucker gleich in die Kamera springt, ne? Komm mit! Ja, okay. Ich nehme mal hier so ein Dings. Das hat bei den T-Rex bei Jurassic Park hat dann auch funktioniert. Die halten nur noch 30 Sekunden, ne? Jo, und dann nach drei weiteren 30 Sekunden gehen die aus. Andere mit. Warte. Vielleicht nehmen wir Pillen. Ich weiß nicht. Wir müssten einmal unter 25% kommen, Mila. In der Aufgabe. Ja, aber vielleicht nicht, wenn wir doch nichts haben. Why not? Weil der denn jagt. Okay, nehmen wir die jetzt. Nur eine. Eine einfach. Eine damit. Okay. Auf geht's. Warte, nehmen wir noch irgendwas mit? So, die Bären hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Kunden. Der Motherfucker ist auf jeden Fall unten. Auf jeden Fall läuft der runter. Ja, und der Fick hat gesungen. Okay, ich will eine direkt auf die Dots. Ich weiß nicht mal, was die Dinger machen. Ja. Hier ist ein Fingerabdruck. Wo? Da, am Lichtschalter. Seht ihr nicht? Ich sehe ihn einfach. Aber. Okay, jetzt gucken wir nochmal wegen diesem Punkt. Ja, okay, machen wir. Ich will das den da auch nochmal durch. Ja, so klar. Okay, wir haben Fingerabdrücke. Das ist unser erster Hinweis. Damn! Hör auf! Ich hab Angst, mal. Jo, das ist unvorteilhaft. Warte mal, ist das ein Orb? Nee. Das Licht ist. Ist das unvorteilhaft? Nein, ne? Nee, das ist gut. Oh, nein. Okay, ich glaube, wir haben Dots, Projektor und Finger. Wo haben wir denn da einen Dot? Vorhin, als er da durchgelaufen ist, da hat man doch diese Gestalt gesehen. Und ich glaube, das ist dieser Dot-Projektor. Ich glaube, das ist der Hinweis. Ja, aber dann hätten wir eine Banshee. Ich bin mir auch nicht sicher. Dann hätten wir eine Banshee. Ist eine Banshee schnell? Nee, dann hätten wir Phantom, Banshee, Fingerabdruck, Dot-Projektor und Geisterorb. Hätten wir nur eine Banshee. Haben wir den Geisterorb gesehen? Nee, du hast gerade gesagt ein Dot. Achso, du meinst mit Dot den Projektor. Ja, Dot-Projektor heißt das. Das ist auf jeden Fall so ein Gorio, oder wie der heißt. Warte.
Goryeo. Die Verwendung einer Videokamera ist die einzige Möglichkeit, ein Goryeo zu betrachten, wenn er durch einen Dots. Da ist er. Er war da. Er ist gegen die Wand gelaufen. Oh Mann, ich hab's nicht gesehen. Er ist gegen die Wand gelaufen. Und wir haben den nur über Videokamera gesehen. Okay. Ein Goryeo zeigt sich in der Regel nur vor der Kamera, wenn keine Menschen in der Nähe sind. Sie werden selten weit entfernt von ihrem Todesort gesehen. Ja, aber was ist der dritte? Fingerabdrücke? Dieser Projektor ist ausgeschlagen? EMF Ebene 5. Gott. Okay, wir haben kurze Fixe da drin. Eine Kerze auszublasen. Haben wir EMF-Dings unten? Räucherstäbchen nehme ich mit. Okay. Oder nimmst du? Ich nehme das und... Nee, eine Kerze nehme ich mit, weil der die ja... Warte. Auspusten. Boah, das Feuer ist ganz... Die Kerze sieht richtig gut aus. Die Flamme da drauf. Warte, ich brauche mir ein Bild, nein, ne? Nee, nicht zwingend. Okay. Jo. Auf geht's. Müssen wir den ausräuchern oder wenn er jagt? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ja. Ich glaube einfach ausräuchern. Ist das nicht? Oh mein Gott, wer hat die Tür zugemacht? Hast du das? Nee. Ich räucher den jetzt hier aus, ne? Ja, räucher den aus. In nomine Patri et Filii Sancti. Bitte tick uns jetzt nicht. Gib uns ein Zeichen. Oh, EMF? Wie viel? Nee, ist auf 1. Ist auf 1. So. Gib uns ein Zeichen. Ich bin hier hinten, okay? Praktisches Campen. Puste die Kerze aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin weg. Oh mein Gott. Hey, nein. Nicht. Oh mein Gott, EMF 5. Oh mein Gott, ich bin weg. Warte auf mich. Fuck this shit, I'm out. Okay. Du hast gesagt, puste die Kerze aus und der Ding hat das Ding gelutscht. Ja. Oh mein Gott. Warte, ich gucke, ob das mit dem Ausräuchern geklappt hat. Hat funktioniert. Ja. Und Geist. Okay, oh mein Gott, jetzt müssen wir da so lang drin bleiben, bis der uns am Arsch hat. Kamera nehme ich mit. Und. Ja. Ich nehme eine Kamera mit, falls der sich zeigt. Ich weiß halt nicht. Wenn die sagen, der zeigt sich nur so über diese Dots. Ja, dann nehme ich die Kamera hier mit. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Nimm noch eine Du musst diese 4K-Kamera mitnehmen, dann siehst du den auch. Sonst kannst du nicht wegrennen vor dem. Warte mal, willst du jetzt da runter? Ja, klar. Bist du irre? Was denn sonst? Was willst du denn sonst machen? Mach mal deine Tasche. Okay, du hast diese... Hast du die Videokamera? Ja, ich sehe den, wenn der da ist. Okay. Wenn du den siehst, sag mal Bescheid, dann mache ich ein Foto. Okay. Nee, die haben gesagt, der zeigt sich da nur, wenn keine Menschen in der Nähe sind. Ja. Egal, scheiß drauf. Ich bin am Film. One Night in Phasmophobia? Oh mein Gott. Hallo? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geh nach Hause. Okay. Nein, du bist hier, du musst auch low werden. Ich kann nicht. Die haben beim Arbeitsamt gesagt, ich muss nur Holz später schneiden. Du bist alles, was ich habe. Oh.
Oh mein Gott, das sieht aus wie ein ganz schlechter Horrorfilm. Wenn der Wichser mir jetzt gleich vor die Linse springt. Nee, ich hasse den. Gib uns ein Zeichen. Nein! Mach mal. Okay, okay, gib uns kein Zeichen. Gib uns einfach kein Zeichen. Wir haben schon 2 Minuten, das wird ein Dreiteiler. Danke, Furbit. Ja. Das mit der Kamera ist absolut insane. Ja, das sieht voll crazy aus. Ich kann nicht, Bo. Ich bin ja schon wieder mit. Ich wette, der ist hier im Stuhl das gestorben. Das ist so geil. Beim Cringe-AP. Er wird geworfen, der Hundesohn. Der wird geworfen. Da vorne die Dose. Ich habe eine Interaktion. Fotografie. Nice. Können wir bitte einmal nur mal hochgehen, um zu gucken, wie lange wir noch brauchen? Weil ich glaube, der rastet nämlich gerade aus. Der schmeißt Dinge herum. Mein Gott, ich kann. Du Miske! Ich hasse dich. Lass es sein. Wir haben es fast geschafft. Warte, lass noch einmal gucken, ob wir den sehen. Ja, ich will den auch da durchlaufen sehen. Oh mein Gott, wenn die jetzt noch so Jumpscares einbauen würden, ne? So richtige, so richtig heftige, dann wäre das auf jeden Fall. Wobei ich das schon gruselig fand, den singen zu hören. Wird das leider nicht gehört. Das war fucking creepy. Wenn da nur Jumpscares kommen, dann ist das absolut perfekt. Die haben ja mal ein richtig krasses Update rausgehauen. Und jetzt imagine, wir würden jetzt noch so Challenges machen wie, yo, einer geht alleine rein, bis er den ersten Hinweis gefunden hat. Dann geht der nächste rein und so. Ja, oder dieses einer versteckt Items, der andere, der muss die suchen und muss dann so nach und nach halt das alles hinkriegen. Also die Kameras haben die richtig gut hinbekommen. Mhm. Wo bleibt der? Los, zeig dich, Jung. Das neue Gerät, dieses Dots, ist auch richtig geil. Mhm. Geh mal rein. Maul. Kein Geld der Welt würde ich mich irgendwie auf Geisterjagd begeben. Du bildest den ganzen Scheiß nur ein. Mann, ich will den jetzt auch sehen. Hast du den vorhin nicht gesehen? Nee, nur so. Ganz, ganz komisch leicht. Warum wackelt die Kamera? Aber ich will sehen, wie viel man wirklich so sieht. Schlechte Verbindung. Ja, ich glaube, der will nicht mehr auftauchen. Ich glaube, wenn man das umsetzen würde, dahin, wo der auch die Sachen geschmissen hat, dann würde man den vielleicht mehr sehen. Der rennt doch gleich bestimmt wieder die Treppe hoch. Dieses Wackeln ist mega geil. Mm. Jung, zeig dich.
Mama will dich sehen. Komm schon. Zeig mir, wie schön du bist. Geh mit deinem großen Kopf davor weg. Ach so, Entschuldigung. Er will sich nicht zeigen. Oh, aber ich will es auch sehen. Ja, man, so ein Jumpscare, wie der jetzt einfach so mitten in die Kamera reinguckt. Ich glaube, wir müssen rein, Mila. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir werden den besiegen. Okay. Wir haben keinen Kruzifix mehr, ne? Die sind beide unten. Ja, die sind wahrscheinlich schon kaputt. Hä, was meinst du? Okay, dann scheiß auf die Kamera. Ich nehme Räucherstäbchen und Feuerzeugmann. Das, okay. Wenn der jagt, dass wir wegkommen. Und ich mache eine Aufnahme. Und hier war kein Knochen nirgendwo? Ich habe keinen gesehen. Oh, hier ist das Ouija-Board. Davon müssen wir noch ein Foto machen. Wo ist das? Da am Schrank. Ah, da habe ich gar nicht reingeguckt. Warte, ja. warte. Oh mein Gott. Wir brauchen eine Kamera. Soll ich eine holen? Ja. Wartest du? Aha. Oh, du hast Eier aus Stahl. Oh, ich habe den Computer angemacht. Das, oh mein Gott. Ja? Das hat mal benutzen, weil erstens wegen der Sanity-Scheiße. Mhm. Aber warte, ich hol kurz Kamera. Der spielt hier Musik ab. Lila? Ich hab ein Foto von ihm. Ich hab ein Foto von ihm. Ich komm. Ich das war der Geist. Ich spiel deine Musik ab. Ja, das war der Geist. Nimm mal eben kurz rein. War da. Kannst du den fragen, wie der heißt und so? Genau, komm, ich spiel uns erstmal. Ich frag nicht, wie der heißt. Wo bist du? F. Wer jagt? Psst. Der jagt. Psst, der hört uns. Oh mein Gott! Das hast du so verdient. Yo! Hier. Was ist denn hier los? Oh, die Spinnenweben sind richtig sexy. Kommen wir schon ab? Nein, oder? Och nö. Willst du mich nicht begraben? Mann, ich war in einer Paniksituation. Ja, du darfst nicht reden und Taschenlampe misst, glaube ich, auch aus. Ich war, hatte Angst, okay? Ja, das nächste Mal hab nicht da Angst, wo auch ich bin. Haben wir den jetzt besiegt oder nicht? Ja, ich habe ihn, ich wurde nicht getötet. Hattest du unter 25% Dings? Ja. Wie viel Geld hast du bekommen? $195. Wir haben schon echt spät, ne? Bei ihm gemacht hat er Bock. Ich muss da meinen Schlafrhythmus denken.
Ja. Aber wir können ja mal. Ja. Ja? Mhm. Gruselig, ne? Vielleicht macht der Bonfire ja morgen mal mit. Warum gibt's jetzt in meinen Schrank? Nö. Und ich in meinen. Komm ja nicht Warte, rüber. Warte, zeig mal, wie es bei dir aussieht. Das ist Fehler, P. Ich gehe in eine Suppenküche. Boah, hier sieht's aus wie bei Hempels unter Sofa. So, Chat, der Bonfire muss morgen mitzocken. Du musst, Bonfire, du musst. Du musst, Bonfire, Bro, du ich musst. Scheiß mich schon in die Hose, ne? Und ich habe vor kurzem noch über das Spiel gelacht. Du zockst auf jeden Fall mit. Du kommst ja nicht mit, ich hab das Spiel nicht. Ich kauf dir das. Und Matze, Dankeschön für den Resub im 30. Monat. Du kommst auf jeden Fall. Jeden Fall. Ja, ich kauf dir das, Bruder. Das ist kein Problem. Das ist mir scheißegal, wie teuer das ist. Oh mein Gott, das ist richtig gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das an den Geistern liegt, an den neuen. Ich bin mal gespannt auf die alten. Ich wollte unbedingt wissen, bei diesem Dingsboard, kann ich, was wollte ich ihm wissen? Ich weiß es nicht mehr, hab ich schon vergessen. Ja, dann wäre noch ein Platz frei, vielleicht der Lucky oder so, aber der Lucky muss arbeiten, ne? Oder hat der Urlaub? Er hat noch richtig viel Schiss. Tyrese, Alter. Tyrese oder Lucky oder so. BT meinte vorhin, der hat keine Angst. Außerdem trollt er auch nur rein. BT ist ein Kicker. Bomber Lucky oder Bomber Tyrese? Denver ist so spät nicht mehr da. Shorty. Rakim ist, glaube ich, auch so spät nicht mehr da. Ja. Was sagst du jetzt zu den zwei Runden, Mila? War geil. Bisschen Angst. Aber morgen ist Friday. Ja und? Stimmt. Wenn ich den Denver... Nee, Bomber macht auf jeden Fall. Kommt mich nicht ins Bett. Und Lucky ist bestimmt auch da. Schau mal mit Lucky, der trollt wenigstens nicht rein. Und der hat auch richtig Schiss, der ist immer im LKW. Hast du gesehen? Ja. Chat, mach mal Aktivität. Ach, die pennen doch eh schon wieder alle. Alle sind müde, ja. Bitte machen Sie mit, bitte. Der Bonfire macht mit. Oder ich mehr Angst vor dem Spiel als vor dem Sterben im echten Leben. Dreimal gespielt und jedes Mal so gedacht, no fucking way. Ich erledige wichtige Aufgaben im Headquarter. LKW, okay. Okay, dann steht fest, Bonfire, Lucky, Mila und Curtis morgen. Auf jeden. So. Dann wünsche ich eine wunderschöne gute Nacht. Ich hau ab ins Bett. Dankeschön fürs dabei sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. RP war absolut insane gut. Hat richtig gebockt. Dankeschön für den Support. Boah. Mila Street morgen auch, ne? Freitag, Samstag. Mila Street morgen auch dazu. Dann haben wir, falls ich wieder sterben sollte, können wir da weiter gucken. Bleibt alle gesund. Und wir sehen uns morgen, beziehungsweise nachher, ab 19 Uhr. Ich küsse eure Herzen. Dankeschön. Tschüss. Bye-bye. Ich winke auch, keine Ahnung warum. Bye-bye. Ich werde Milas Twitch-Name morgen hier reinpfeffern. Bye-bye. Und Dankeschön. Tschüss. Mit Kuss.